Hi, ich bin's wieder und eine neue Folge von Fehlerfokus. Ihr wisst, früher habe ich oft Videos gemacht, wo ich immer in ein Video 10, 20 Punkte reingemacht habe und dann merken sich die Leute gar nicht so viel. Das heißt, Fokus auf ein Detail, ein Fehler, den ich sehr häufig bei meinen Kursteilnehmern in meiner Bikeschule sehe und die wir dann korrigieren. Und das ist heute beim Manual Impuls, den man zum Beispiel für Manuals, für Bunny Hop und so weiter braucht. Folgendes Detail, ich möchte euch das mal zeigen, vor allen Dingen am vorderen Fuß. Ihr wisst, wir haben auch hier an gleicher Ort und Stelle mal das Video gemacht, warum es so gut ist, die Ferse hängen zu lassen in vielen Situationen und in der Grundposition und so weiter. Das verlinke ich mal in die Videobeschreibung unten. Und die hängende Ferse ist super wichtig. Was viele dann machen, wenn sie dann in den Manual Impuls gehen, dass dann immer automatisch, wenn sie in den Manual gehen, die Fußspitze runter geht. Dieses Fußspitze runter und gegen das Pedal spannen, das muss man aber eigentlich nur machen, wenn man zum Beispiel beim Bunny Hop hochspringt, das Hinterrad mitnehmen will. Das heißt, erstmal sollte die Ferse für den Manual Impuls hängen bleiben, unten sein. Das ist für den Manual viel besser. Und wenn man dann aus dem Manual oder in der flüssigen Bewegung in den Bunny Hop geht, kommt danach erst hier die Bewegung. Ich mache euch das mal vor. Häufiger Fehler, Manual Impuls gestartet und zack, wird hier die Fußspitze abgesenkt und es ist hier eine enorme Spannung hier drin und es ist wirklich, Vorderrad geht schnell wieder runter. Es hat einige Vorteile, schaut auf meinen rechten Fuß, wenn ihr die Ferse hängen lasst. So, dann könnt ihr euer Bike besser unter euch bewegen. Ihr könnt diesen Sweet Point im Manual besser modellieren und wenn ihr aus einer flüssigen Bewegung Manual Impuls und dann direkt in den Bunny Hop gehen wollt, dann habt ihr auch dieses Sprunggelenk hier, was ihr nutzen könnt und das ist optimal. Also, ihr müsst euch mal filmen, wenn ihr den Manual Impuls macht, geht die Fußspitze runter oder gerade am vorderen Fuß hängt die Ferse. Dann könnt ihr nämlich auch zum Beispiel ein bisschen im Manual bleiben und wenn ihr nicht so eingefrorene Finger habt wie ich, den noch länger halten und das solltet ihr auf jeden Fall mal filmen und kleine Sache dabei noch, natürlich die Sachen mit der Fußspitze ist wichtig, wenn ihr trainiert das Hinterrad anzulupfen, dann braucht ihr diese Spannung. Dazu können wir gerne noch ein anderes Video machen. Das war der Fehlerfokus. Fußspitze senkt sich ab beim Manual Impuls. Schreibt mal unter das Video, welche Fehler ihr schon, sag ich mal, gemacht habt oder bei anderen beobachtet. Ich will da gerne noch viele Folgen zu machen und bei Instagram könnt ihr mir natürlich folgen, den Kanal hier abonnieren, wenn ihr Bock auf mehr Videos habt und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.